Ja, wenn du gibst hier Prognosen ab für deine Tipps, die stimmen eh nie. Das ist ja das Schlimme. Uwe und ich, wir kommen auch. Ja, aber erst, wenn es wieder wärmer wird. Die Woche der Jubiläen bei Eintracht Frankfurt. Unser Verein wird 118 Jahre alt und Trainer Niko Kovac feiert sein Einjähriges. Trotzdem ist natürlich nicht alles eitel Sonnenschein nach der Niederlage gegen Freiburg. Und darüber wollen wir heute sprechen in der Krombacher Runde mit unseren Experten Steppi und Uwe Bein. Grüßt euch. Hallo. Grüß dich. Wir sind hochzufrieden erstmal. Na, das müssen wir mit gleich der Niederlage noch mal sehen. Nicht, aber mit der ganzen Saison bis Freiburg-Spiel. Na okay, na da reden wir gleich nochmal drüber. Zu Gast heute der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Armin Graz. Hallo. Hallo. Ja Uwe, wir sind heute ein bisschen außen vor, denn in keiner anderen Besetzung passt der Name Krombacher Runde so gut wie heute. Wir haben nämlich zwei Kneipenkinder zu Gast. Ja. Steppi mit der Bar im Hessen-Center in Bergen-Enkheim und auch Armin Graz, viele wissen es gar nicht, hast mal eine Kneipe deiner Eltern übernommen für ein paar Jahre in Sachsenhausen. Wie sind eure Erinnerungen ans Frankfurter Nachtleben? Ja, so wo ist der Bier? Also, ja. Also alkoholfrei war es eher selten, das Nachtleben in Frankfurt. Aber es war eine Zeit, die viel gebracht hat mir persönlich. Hat auch viel Spaß gemacht. Aber ich bin auch froh drum, diese Zeit hinter mir zu haben. Ich habe festgestellt, tagsüber wird viel zu wenig getrunken. War Uwe Bein auch mal zu Gast im Steppis Treff? Stell dir mal vor, der Spieler Gast bei mir. Stell dir mal vor, du. Ja, hinter der Theke oder vor der Theke? Ja, wenn, dann vor der Theke. Nein, da war ich natürlich nicht. Okay, kommen wir mal vom Bier zum Fußball. Niederlage gegen Freiburg. Uwe, war es wirklich nur das Quäntchen Glück, das gefehlt hat? Ja, ich denke schon. Das Spiel war auf Augenhöhe. Freiburg hat sehr gut gespielt. Die Eintracht ist in Führung gegangen. Verdientermaßen, sage ich jetzt einfach. Und dann ist die ein oder andere Entscheidung gefallen in Sachen Schiedsrichter, Linienrichter, die einfach ja, in so einem Spiel dann den Ausschlag geben. Wenn man das Tor zum 2:0 nicht bekommt, was meiner Meinung nach regulär war, und wenn dann das 2:1 für Freiburg aus einer klaren Abseitssituation fällt, dann ist es schon ein bisschen ärgerlich. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Freiburger sehr, sehr gut gespielt haben. Und im Endeffekt vielleicht auch nicht ganz unverdient die 3 Punkte mitgenommen haben. Steppi, du sagst, du bist hochzufrieden bis jetzt? Wir brauchen 3 Punkte und dann haben wir mit Abstieg nichts zu tun. Und unser Spiel ist ja in Gladbach. Die müssen wir schlagen und wieder nach Berlin gehen. Bis jetzt war wunderbar. Ab und zu kommt so ein Spiel wie Freiburg. Aber ich weiß, also letztes Jahr gegen Dortmund, der Hummels macht das Tor. Wenn wir also dieses Tor kriegen, dann sind wir abgestiegen. Dann gegen Bayern Tor aus Abseits. Gleich ist das Ganze aus während der Saison und deshalb Lebe geht weiter. Lebe geht weiter, aber man muss sagen, trotzdem in der Liga 4 Niederlagen am Stück. Ist ein kleiner Negativlauf. Armin, was muss da jetzt passieren? Vielleicht auch mental? Ich glaube, wir haben momentan ein Problem der Stabilität. Wir haben wechselnde Aufstellungen, wir haben jedes Mal wechselnde Abwehrreihen, weil halt Verletzungen, weil halt rote Karten oder gelbe Karten, Mascarell, 10 gelbe Karten. Ich glaube, das ist ein Grundproblem erstmal. Und ich glaube auch so ein bisschen ist uns das Spielglück abhanden gekommen, das wir durchaus in einigen Phasen der Saison ja schon hatten. Das ist jetzt schon ein bisschen unglücklich, was Uwe schon sagte, Schiedsrichterentscheidungen, Abseitsentscheidungen. Ja. Das lief in der Saison auch schon mal besser für uns, keine Frage. Dass wir nach München fahren und voraussichtlich nicht allzu hoch dort gewinnen, ist wahrscheinlich auch jedem klar. Aber auch da hat die Eintracht schon unentschieden gespielt. Und natürlich muss der Fokus dann auf die nächsten beiden Heimspielen liegen. Armin, erstmal jetzt gerade die 4 Spiele, die wir verloren haben, den Bein haben wir richtig weg. Wir haben da schon lange nicht gewonnen. Ja, das stimmt. Schon mit lange. Zeit, das ist richtig. Ja. Ja, letztes Mal, wo ich gespielt habe, 3:0 gewonnen und vielleicht noch einmal 2:1, glaube ich. Und jetzt ist es wieder Zeit. Es gibt eine schöne Entwicklung, vor allem auch als Leiter des Nachwuchszentrums, wenn man guckt. Armin Barkok, der wurde jetzt, wenn man den Pokal einrechnet, zum 12. Mal gebracht. Geht dir da das Herz auf, wenn du den spielen siehst? Naja, wir hatten gute Spiele schon gehabt am Anfang gerade mit begeisternden Szenen, mit die wir alle toll finden als Fußballer, wenn dann 2, 3 Leute ausspielt, ein schönes Tor schießt. Jetzt momentan ist er auch so ein bisschen in diesem Verlauf der Saison einfach mit drin, wie die anderen Spieler auch. Und es wäre natürlich auch falsch,
von den ganz jungen Spielern zu erwarten, dass sie sowas jetzt dann an sich reißen, das Spiel, dafür sind normalerweise auch ältere und etablierte Kräfte zuständig. Es ist einfacher immer für die Spieler wie Gasinovic, wie auch Barkok in der Mannschaft zu spielen und auch mal zu glänzen, wenn es insgesamt läuft. Und momentan läuft es halt nicht ganz so gut wie in phasenweise in der Vorrunde. Aber natürlich sind wir im Leistungszentrum glücklich, dass Niko Kovac die Jungen fördert und Eamon die Möglichkeit gibt, so oft zu spielen in seinem letzten Jugendjahr. Er könnte ja noch bei uns in der A-Jugend spielen. Das ist eine tolle Geschichte. Und genauso freuen wir uns natürlich, wenn jetzt Marco Russ wieder reinkommt, der mal vom Riederwald kommt. Oder wenn bei Freiburg der Marc Oliver Kempf ein ordentliches Spiel macht, der ja auch vom Riederwald kommt, lange bei uns war. Und ich hoffe, dass Marc Schindera irgendwann wieder zur Verfügung steht. Aber tolle Zeit natürlich auch für den Nachwuchs, klar. Wir haben den zu viel gelobt. Ich habe den zu viel gelobt. Du. Und da, ja klar, und der jetzt also im Moment also kämpft muss ein bisschen einfacher spielen, weil die anderen haben gesehen, wie er spielt und dribbelt. Und dann gibt es das schon auf die Hölzel. Muss er lernen. Ja. Die Leichtigkeit ist so ein bisschen weg bei ihm, ja, die in den ersten Spielen da waren, aber die kommt vielleicht auch wieder rein. Du hast aber gesagt, Stichwort Förderung, man hört ja immer zwischen Riederwald und hier Stadtwald, da stimmt mittlerweile die Mischung, ja, würdest du da zustimmen? Kann ich eins zu eins unterschreiben, wir haben eine tolle Zusammenarbeit, ganz besonders seit dem letzten Sommer, seit Freddy hier angefangen hat und Niko Kovac dazu kam kurz davor. Sehr ausgiebig, sehr intensiver Austausch. Heute Morgen war ich 2 Stunden bei Freddy um 8 Uhr im Hotel schon. Wir haben guten Austausch auf der Athletikebene, auf der Scouting-Ebene, Videoanalysten, Trainer, passt wunderbar. Auch die räumliche Trennung ist natürlich nicht optimal, aber wenn die behandelnden Personen Interesse haben, sowohl von unserer Seite aus, als auch hier von der Profiseite aus, da ist es überhaupt kein Thema, dass man gut zusammenarbeitet. Und das tun wir. Und Stichwort neue Geschäftsstelle, vielleicht rückt man dann auch räumlich näher zusammen in ein paar Jahren. Mich würde es mal interessieren, man spricht immer ganz gerne am Riederwald davon, ja, dass man natürlich auch will, dass die Trainer und Manager an den Riederwald kommen, aber andersrum gibt es bestimmt auch Sachen, die Niko Kovac zum Beispiel von euch auch fordert. Ja, gibt es Sachen, die Niko Kovac vom Riederwald fordert für die jungen Spieler? Naja, wir haben jetzt ein durchgängiges Athletikprogramm, das aufeinander abgestimmt ist, sowohl ab der U16 aufwärts bis zu den Profis. Wir haben unser Scouting, unsere Hard- und Software angepasst an die Scouting-Abteilung der Profis. Also wir werden in vielen Bereichen gefördert, keine Frage, werden aber auch gefordert und das ist genau richtig so. Es ist besser, als wenn das Leistungszentrum vielen Leuten, oder so war es ja in den vergangenen Zeiten teilweise auch, nicht so wichtig ist und man vielleicht auch gar kein Interesse hat zu kommen. Und die Präsenz von Trainer, Co-Trainer, Sportdirektor Hübner oder auch Freddy Bobic ist enorm wichtig für uns. Nicht, weil ich jetzt das Spiel nicht allein auch mir anschauen könnte, sondern weil es auch, dass die Verantwortlichen auch sehen, was vielleicht in 1, 2, 3 Jahren auf relevanten Positionen vielleicht ranwächst. Da kann ich mich ja darauf einstellen, wenn ich in der B-Jugend einen tollen Linksverteidiger habe oder rechts aus, dann kann ich mich ja überlegen, was mache ich oben mit meinen Verträgen, wie jongliere ich da mit Laufzeiten. Ich habe ein Gefühl für die Spieler, die aus dem Nachwuchs kommen und werde nicht überrascht, wenn da einer mal irgendwann aufschlägt. Andererseits ist es wichtig, weil Eltern und auch Spieler sehen, da sind Leute, die sich dafür interessieren, die zeigen sich, die schauen sich ein B-Jugendspiel an, die schauen sich ein U19-Spiel an am Sonntagmorgen. Freddy war neulich hier vor dem Spiel Ingolstadt um 3:30, war um 11 Uhr am Riederwald noch, was auch nicht normal ist, dann immer hierher zu fahren, nochmal die 15 Kilometer zum Riederwald. Also ein tolles Zeichen auch an die Spieler und Eltern. Und mittlerweile ist es so, wenn die Spieler unten rauskommen aufs Hauptfeld, dann gucken sie erst mal hoch, da ist ein kleiner Balkon, ob da jemand steht und wer da steht. Ne? Uwe und ich, wir kommen auch. Ja. Aber erst, wenn es wieder wärmer wird. Ja, Steppi hat ja seinen Englischen bei uns spielen in der U15 und der macht da einen tollen Job. Und du bist ja das beste Beispiel. Ne? Du bist ja auch Eintracht Jugend mit 18 an der Bundesliga debütiert. Ich wollte gerade euch fragen, wie war das früher? Ihr habt ja noch am Riederwald trainiert. Wie war da der Kontakt mit den Jugendlichen? Es war sehr gut. Also ich habe es immer für Ostern oder in Ferien oder in diese Herbstferien, da habe ich also einige zu mir genommen und dann haben sie mit uns trainiert und dann haben wir also dann immer wieder Kontakt und dann haben wir immer wieder gesehen, wie weit sind die, ob die. Und ich habe also gute Erfahrungen in England gemacht. Also in England gibt es also 2, 3 Beste, die immer wieder vor dem Training, also die ganze Klamotte und Schuhe und alles stellen. Nach dem Training bringen sie alles in den Waschraum und dann gehen sie entweder duschen und dann nächsten Tag spielen sie mit den Jugendlichen. Und dann habe ich mir mal gedacht, diese Jugendlichen mit uns Auswärtsspielzug, das ist schon als Atmosphäre, den Zeug was mal ein bisschen helfen und da sind sie immer wieder da. Mhm. Aber ich war nicht lang hier, das ist es. Moderne Form von Kinderarbeit sozusagen. Ja. Aber
Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon, wir waren ja schon mein Trainer damals bei Rot-Weiß. Steppi hat bei der Eintracht Jugendliche immer A-Jugendspieler, die besten A-Jugendspieler, die besten Amateurspieler immer hoch ins Training genommen und dich angeschaut. Er wusste immer, wer waren die besten A-Jugendspieler, wer waren die besten Amateurspieler. Mhm. Und das reicht für einen Cheftrainer auch. So der muss nicht wissen, wer die Nummer 15 ist. Der muss die Top 5 kennen. Ja. Wie war das als Spieler, Uwe? Hat man da mal rüber geguckt? Oder die Jugendlichen kamen ja bestimmt auch auf dich zu? Ja, das weniger, aber die Jungs, die mit uns trainiert haben, die kamen schon und haben sich Hilfe geholt und Fragen gestellt. Also wir haben ja selber im Riederwald trainiert, deswegen war es für uns ja auch legitim, auch mal ein A-Jugendspiel uns anzugucken, weil es vor der Tür praktisch war, oder dann ein Amateurspiel anzuschauen. Also ich habe in meiner Zeit, wo ich bei der Eintracht war, sehr oft sonntags nachmittags Amateurspiel mir angeschaut. Mhm. Wie ist aktuell der Stand, Armin? A-Jugend bzw. U19 am Wochenende unentschieden gespielt, U17 gewonnen gegen Augsburg. Wie läuft's? Ja, unterschiedlich. Also bei der A-Jugend sind wir so ein bisschen hinter unseren Erwartungen eigentlich. Da könnten wir so 2-3 Plätze höher sein. Das war ein sehr, sehr enges Feld. Zwischen Platz 7 und Platz 12 sind es, glaube ich, 2 Punkte momentan. Also sehr eng zusammengeschoben. In der U17 haben wir jetzt einen guten Start in der Rückrunde erwischt. Wir haben jetzt die letzten beiden Spiele 5-1 gegen Augsburg gewonnen, 6-2 gegen Offenbach. Das waren sehr überzeugende Spiele gegen Gegner, gegen die man aber auch gewinnen müsste im Normalfall. Die U15, wo Steppis Englischen spielt. Englischen ist gut, der ist so groß. Ja. Vor 3 Monaten habe ich schon in Auge geguckt, jetzt gucke ich ja nur mal vor, wie geht's denn? Und ja, die C-Jugend spielt eine tolle Saison, ist auf dem 2. Platz in der Regionalliga Süd, hinter dem VfB Stuttgart, tolle Platzierung und die machen einen tollen Job, die Jungs dort. Also rundherum eigentlich okay alles. Und in ein paar Jahren haben wir dann den nächsten Stepanovic hier auf dem Spielfeld. Grobljenovic. Entschuldigung. Ja. Ja. So gut ist er noch nicht. Ja. So gut ist doch nicht so gut vorbereitet. Ne? Kommen wir mal zum Spiel am Wochenende gegen die Bayern. Niko Kovac hat gesagt, nach Regen kommt Sonne. Wie ist die Wetterprognose für euch, für München am Samstag? 2-1 für uns. Da geht hier ein Raunen schon durch die Zuschauer. Man sagt ja immer, die Mannschaften, die in der Champions League spielen oder Europa League, nach dem Mittwochspiel, nach dem Dienstagspiel hat man am Wochenende eine Chance gegen die Bayern jetzt oder gegen andere Mannschaften. Das war in der Vorrunde so bei uns. Aber ich denke, man fährt nicht mit den Erwartungen nach München jetzt da 3 Punkte zu holen. Komm, Uwe. Wenn wir mit einem Punkt Mach am Ende, nicht platt. Wenn wir da vielleicht am Ende mit ein bisschen... Nein, ich bin bei 3. Wenn wir einen holen, ist okay, aber 3 Punkte ist... Glück ein Pünktchen holen, wäre, glaube ich, keiner unzufrieden, aber... Ich denke, man muss die Kirche im Dorf lassen. Also ich glaube, wenn man die momentane Form der Bayern sieht, ist es schon beeindruckend, was die momentan in den letzten 2-3 Wochen auf dem Platz abliefern. Und die Eintracht ist erstmal die kleine Eintracht in dem Moment. Ja, weil erstmal musst du AS in London, hast du ja vor dir im Stadion. Und ich glaube, das ist schon eine Chance für uns, auch dort zumindest ein gutes Spiel abzuliefern. Was am Ende da hängen bleibt. Schwer, in Freiburg schwer zu glauben. Gell? Ja, aber warum nicht? Man weiß es nie. Auf was es ankommt im Spiel in München, das haben wir mal unseren Flügelflitzer Danny Blum gefragt. Hier seine Antwort. Ja, München hat natürlich gerade einen Megalauf. Die knallen gerade alles so weg, was auf sie zukommt. Da gilt es einfach, 90 Minuten hochkonzentriert zu arbeiten im Training. Genau alles analysieren, wie wir gegen sie spielen wollen, wie wir vorgehen werden. Und da reichen 100% nicht, da brauchen wir 110-120% über 90 Minuten und dann hoffen wir, dass wir da mit einem guten Resultat rauskommen. Und zum Spiel in München haben wir ja die Experten hier sitzen, ich habe mal nachgeschaut. Am 21. September 91 gab es ein 3-3 in München, damals Oktoberfest. Trainer, ein gewisser Dragoslav Stepanovic und 2 Vorlagen von Uwe Bein. Jungs, ja, also ihr seid auch die Experten. Genau. Gute Erinnerung, aber... In dem Spiel hätten wir auch gut und gerne 10-4, 10-5 verlieren können. Ich glaube, 3 Pfostenschüsse, 3 Lattenschüsse. Hätte. Und in der 90. Minute Eckball für München. Ball kommt zu mir, ich spiele zum Uwe Bindewald in Lauf und er läuft alleine auf den Torwart zu und schießt den Torwart an. Du hast es schlecht angespielt. Aber das Festabend, das Oktoberfest abends war trotzdem sehr schön. Aber wir wissen auf jeden Fall, wie es geht. Also worauf kommt es in München an? Da muss alles stimmen wahrscheinlich an dem Tag, dass man da einen Punkt mitnimmt. Ja, erstmal das und zweitens also die 4 Niederlagen, die wir im Moment gehabt haben, die machen schon die Mannschaft fit, motiviert für das Spiel am Samstag. Okay. Armin, eine letzte Amtshandlung bleibt dir noch. Und zwar, wir haben hier eine Aktion. Und zwar wird ein Ball mit allen Unterschriften der Saison
am Ende von Krombacher für einen guten Zweck versteigert. Unterschreibt doch bitte mal. Ansonsten, Sterbi hat schon gesagt, 2-1 für die Eintracht. Uwe, was sagst du? Ich wäre mit dem 1-1 zufrieden. Armin, dein Tipp? Immer so, so hat er auch gespielt. Ich glaube, das wird ein 0-0. 0-0, okay. Weil wie Radecki, eins mit Oka Nikolov. Genau, weil Radecki, weil Radecki 37 Mal hält. Vorm Spiel wird es 0-0, hast du recht. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, dass ihr heute da wart. Danke. Wir bedanken uns auch. War eine unterhaltsame Runde. Und ja, wir hoffen das Beste fürs Auswärtsspiel in München am Samstag. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das war die Krombacher Runde für diese Woche. Ciao. Ich bin mal gespannt, wie es auf die Reihe kriegt, dass man hier auch was zum Essen kriegt.